Willkommen zu Let's Play Shantae and the Seven Sirens, der fünfte und neueste Teil dieser Metroidvania-like 2D-Jump-and-Run-Serie, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Das erste Shantae-Spiel erschien 2002 für den Game Boy Color, ziemlich spät für den Game Boy Color. Und wenn das Intro die ganze Zeit kommt, habe ich hier ein Problem mit dem Erzählen. Ich drücke mal auf Start. Na, ich glaube, es hier ist besser. Und die ganzen Nachfolger, sprich Shantae, Risky's Revenge, Shantae and the Pirate's Curse, mein persönlicher Favorit bis hierhin, Shantae Half-Genie Hero und eben jetzt Shantae and the Seven Sirens, die kann man allesamt getrost als Multiplattform-Spiele bezeichnen. Manche erst mit der Zeit, aber nichtsdestotrotz sind die meisten alle auf gängigen Systemen zu haben. Und hier das neueste Spiel am 28. Mai 2020 erschien. Ich spiele die PC-Version über Steam, kostet 24,99 €. Es hieß im Vorfeld auch, auf dem PC, also es gäbe schönere Hintergrundgrafiken, die in 4K handgezeichnet seien. Da habe ich mir nichts draus gemacht, ich hätte die Switch-Version genommen, aber so nehmen wir halt doch die PC-Version. Denn diese 4K-Hintergrundbilder, die gezeichneten, die gibt es nur auf dem PC. Mit PlayStation 4 Pro, Xbox One X, ja, und das war's. Ihr müsst keine Vorkenntnisse haben, auch wenn die Story so ein bisschen zusammenhängt. Es gibt keinen Bezug auf die Vorgänger so wirklich. Und jedes Spiel ist ein einzelnes Abenteuer, deswegen, auch wenn ihr es noch nicht kennt, schaut euch es hier gerne an. Sie wird ja gerne gewünscht für Smash Bros. Mal gucken, ob das kommt oder wie auch immer. Ist halt wichtig zu wissen, sie ist ein Halb-Genie, das heißt halb Mensch, halb Lampengeist, nur ohne Lampe. Und hat ein bisschen Magie drauf. Ansonsten beschützt die orientalische Stadt Scuttletown. Und nur diesmal, zum ersten Mal, spielt sich das Spiel nicht in und um Scuttletown ab, ja, sondern eine neue Location. Das war anhand des Trailers zu erkennen. Aber ich glaube, genug geredet, wir starten Spielstand Nummer 1 und gucken, was das Game zu bieten hat. DLCs soll es nicht geben, haben sie gesagt. Ist ein fertiges Spiel. Und natürlich das größte Abenteuer der Serie bislang. Aber das sagen Entwickler über ihre Spiele meistens. Kann aber hinkommen. Es gibt wieder das Dungeon-System aus Pirate's Curse und eben Gameplay aus Half-Genie Hero. Das hört sich danach an, als wüssten die, was die tun. Jetzt aber wirklich neues Spiel. This is the place. Time to kick back and relax. Hey! This place is a paradise! We get to stay here for a whole week! Can you believe it? What? A week? You packed enough for a month! Hey! I need all that stuff for the festival! And I brought some unfinished projects from my lab. Come on. The sooner we check in, the sooner we can relax. Das sah doch gut aus. Wird beworben mit TV-like animierten Zwischensequenzen. Gerne mehr davon. Bin gespannt. Wir sind endlich da. Paradiesinsel. Ich glaube, das könnte unser erster richtiger Urlaub sein, Onkel. Habe ich ihr jetzt dazwischen geredet? Indeed. Und es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis. Alles, was ich bisher gesehen habe, war eben die Apple Arcade-Version und da waren die Figuren, das war so eine Kritik, das hat so Top-Kommentare, waren das, sind darauf eingegangen. Und zwar, dass die Figuren quasi diese Artworks in der Mitte schwebten und das so abgeschnitten war unten am Rand. Das war hier auf jeden Fall nicht der Fall, das ist eigentlich schon mal interessant. Diese Insel hat eine reiche Geschichte. Sie befindet sich auf einer alten, versunkenen Stadt, von der ein Großteil noch heute erhalten ist. Wirklich? Weil ich nicht so sehr. Orte wie diese sind alle Touristenfallen. Sie finden einen Ort mit historischer Bedeutung, bauen ein schickes Hotel und lachen sich auf dem Weg zur Bank ins Fäustchen. Sag, was du willst. Ich wollte schon immer diese alten Ruinen sehen. Jetzt, wo Shantae eine große Berühmtheit ist, habe ich endlich meine Chance. Onkel, du hast versprochen, mich nicht zu blamieren. Können wir endlich gehen? Mein Fuß ist noch taub vom Tragen der Taschen. Ihr seid beide solche Nörgler. Ich nehme Bollo mit, um unsere Unterkunft zu sichern. Komm
kommt nach, wenn ihr die Landschaft lange genug angegafft habt. Ha! Was für ein Krummel! Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas meinen ersten Urlaub ruiniert. Ich rede dir so ein bisschen dazwischen, das tut mir leid. Ja, die Sprites und Charaktermodelle sind dieselben wie aus dem Vorgänger Half-Genie Hero. Oh, diese alten Knochen brauchen eine Pause. Geht ihr schon mal vor. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Die Engine hatten sie ja schon aufgebaut, brauchten sich quasi nur um neue Level kümmern. Legitim, sag ich dazu. Voll in Ordnung. Es gibt auch neue Charaktere, wie wir hier sehen. Die Brücke ist in Reparatur. Achte bitte darauf, wo du hintrittst. Da spreng ich drüber. Oder soll ich da runter? Ja, was für ein Festival. Arena Town? Willkommen in Arena Town, der Heimat des Halb-Gin-Festivals. Alle Halb-Gin-Gäste müssen bei der Ankunft beim Bürgermeister einchecken. Vielen Dank und einen festlichen Aufenthalt. Ich will dir schon die Töpfe kaputt machen. Man kennt's. Kann ich in die Tür rein? Hm, nein, kann ich nicht. Natürlich blind, hab's noch nie gezockt vorher. Wer bist du denn? Zauberteppiche verhindern das Herunterfallen der Luftschiffe. Ich habe es im Unterricht gelernt. Psst, du gehörst zu den Darstellerinnen, oder? Die anderen Halbgins haben Ohren wie deine. Das fällt auf. Ach, die Ohren machen's aus. Und du bist? Sammelst du Monsterkarten? Wir sollten irgendwann tauschen. Der hat auch so Ohren, oder die? Ich habe ungewöhnliche, seltene, äußerst seltene, super seltene in Folie, Werbeverfolgungskarten in Folie, verbotene legendäre in Folie und signierte neuwertige verbotene legendäre in Folie, die ich von meinem stinkenden alten Opa bekommen habe. Ja, Halbgins sind einfach verrückt, ich liebe sie. Ihre Mütter sind Gins und ihre Väter sind Menschen. Sie haben alle dumme, komische Kräfte. Und alle Halbgins sind Frauen. Super! Okay, du bist der sechste Halbgin, den ich gesehen habe. Die kleine Blondine, Blatthut, die gepanzerte, die kränkliche und die große Ernste. So cool. Du bist definitiv in meinen Top 4. Oder 5. Ich versuche die ganze Zeit in diese Räume reinzugehen, aber das ist noch nicht der Fall. Ich durfte auf einem Luftschiff fahren. Sie gaben uns eine Mahlzeit und eine kostenlose kleine Tasche. Mein Vater hatte keine Taschen mehr. Diese Insel, sie ist so mysteriös. Jeder hat seine eigene bemerkenswerte Geschichte zu erzählen. Ich möchte diesen langweiligen Text überspringen, indem ich diese Taste drücke. Nicht, dass ich das würde. Das ist die Starttaste. Also ich spiele mit dem Xbox One Controller am PC. Die Geschäfte hier verkaufen viele bekannte Gegenstände, aber auch einige, die ich noch nie gesehen habe. Ich werde etwas kaufen, wenn du es tust. Okay, lass uns das tun. Shoppingwaren. Bevor ich weitergehe. Der scheint wichtig zu sein. Oben komme ich noch nicht hin. Ich kann trotzdem weitergehen. Reden wir mit dem Wichtigen mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Hallo und willkommen auf der Paradiesinsel. Du musst Shantae sein. Den ganzen Weg von Scuttletown. Hallo. You can call me the mayor. Du kannst mich den Bürgermeister nennen. Danke fürs Kommen. Es ist mir eine große Freude, diese Veranstaltung auszurichten. Das erste Halb-Gin-Festival. Ich habe das Festival ins Leben gerufen, um meine Wertschätzung für seltene magische Wesen wie dich zu demonstrieren. Ich möchte, dass Menschen aus aller Welt die Magie hautnah miterleben. Auf diese Weise können sie ihre halbmenschlichen Halb-Gin-Nachbarn besser verstehen. Ah, diese wunderschöne Insel bietet die perfekte Kulisse für die Veranstaltung. Meinst du nicht auch? Scheint auf jeden Fall gut fürs Geschäft zu sein. Hier ist es proppenvoll. Hallo, und Sie müssen Ihr Onkel sein. Nun ja, wir haben es geschafft, eine ziemliche Menschenmenge zu versammeln. Natürlich fließt der größte Teil des Ticketgeldes in lokale Unternehmen und bietet einen kostenlosen Flug und Hotelaufenthalt für jeden unserer Halbgin-Superstars. Aber nicht nur für Sie, auch für Ihre Familien. Alle Kosten werden übernommen, wenn Sie damit einverstanden sind, die Stars meiner Hauptveranstaltung zu sein. Dem Halbgin-Superstar-Spektakel! Juhu, klatsch, klatsch, klatsch! Ich mag diese Begeisterung. Aus diesem Grund möchte ich, dass du für eine kleine Vorschau auf dieser Bühne stehst. Heute Abend. Tonight? Heute Abend schon? Oh. Ich kenne den Ablauf noch nicht einmal. No worries. Keine Bange. Es ist doch nur ein Probelauf. Du weißt schon, eine Übungsaufführung vor einem Live-Publikum. Und die Schwachstellen festzustellen. Vertrau mir, es wird alles gut gehen. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe 5 andere Halbgins eingeladen, mit dir aufzutreten. Sie sind jetzt hier auf der Insel. Könntest du sie finden? Und sie an die große Show heute Abend erinnern? Wow! Wow! Other half
Genies? Andere Halbgenies wie ich. Aber gerne doch. Oh, boy. Oh, Junge. I can't wait to meet them. Ich kann kaum erwarten, sie zu treffen. Du hast die Checkliste, das immer noch You Have einfach übersetzt wird und dann... Ja, gut. Freunde, ich will doch da hochklettern. Kann ich das nicht? Doch, kann ich. Hallo? Ich möchte die frittierten, schokoladigen Knoblauchbomben probieren. Bomben! Was für... Moment mal, was? Frittierte, Schokolade, Knoblauchbomben! Das wird mein neuer Standardspruch. Sogar Zombies brauchen Urlaub. Wer das wohl sein könnte. Okay, okay, okay. Ach, jetzt kann ich doch rein. Na, gucken wir uns mal um, ne? Wir müssen uns mal umgucken. Willkommen im Itemshop. Ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst, die du benutzen kannst. Füll die Herzen auf. Also hier ganz viel. Wir haben ja überhaupt keine Rubine, wir haben noch kein Geld. Gibt's hier auch wieder Sachen, dass wir uns... Okay. Erhöhe die Peitschgeschwindigkeit von dem Haar. Erhöhe den Schaden mit dem Haar. Dafür zu sparen ist halt doch erstmal sinnvoll. Finde ich. Der Speicheropa darf nicht fehlen. Passt, wackelt und hat Luft, danke dir. Mysteriöser Dude. Und hier sind Sky und Bolo unterwegs. Wow. Schaut euch unser Zimmer an. Es hat einen Blick auf den Pool. Wow, ein Pool? Ich muss ein Zimmer mit deinem Onkel teilen. Was hast denn du gedacht, Junge? Quit complaining. Hör auf, dich zu beschweren, Bolo. Dank Shantae bekommen wir einen kostenlosen Urlaub. You. Und du? Wo? Denk dran, wenn du die Bühne betrittst, gib alles, um diese djinn-verrückten Menschenmengen zu beruhigen. Mach einen guten Eindruck, damit wir nächstes Jahr wieder eine kostenlose Reise bekommen. Verstanden? Okay. Jetzt beeil dich und triff deine Tanzkollegen. Lass sie wissen, dass die Show bald beginnt. Können wir uns die Checkliste mal anschauen? Von den 5 Halbgins, die gefunden werden müssen. Überall nachsehen. Ja, okay, okay. Gleiche. Und Ranch der Vogel ist oben gewesen. Bist du einer von denen? Hier heilt man sich auch immer gerne, in der heißen Quelle. Willkommen im Badehaus. Betrete das Wasser und lasse deine Sorgen hinter dir. Na denn. Geh ich nochmal hier rein, in eine Werkstatt. Was zur Hölle ist hier los? Tintenfisch Schmied zu deinen Diensten. Verstehe schon. Ich nehme entzückende kleine Herztintenfische und schmelze sie ein, um mehr Gesundheit für dich zu schaffen. Bereit, einige Herzbehälter zu schmieden? Ich bin bereit. Du hast gar keine. Da können wir unsere Energie erhöhen. Klingt ja prima. So, jetzt gut. Ich gehe mal weiter. Sorry, dass ich mir das ein bisschen angucke, ne? Aber muss sein, muss sein. Kann ich hier irgendwas drehen? Sieht noch ziemlich leer aus. Hier wird bestimmt noch irgendetwas stattfinden. Du bist nur eine random Person. Ich bin den ganzen Weg von Scuttletown gekommen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Art von Show die Halbgins für uns auf Lager haben. Ja, um einfach die NPCs wieder zu reusen, heißt es, ich bin aus Scuttletown gekommen. Ist okay, du bist die Erste. So nice to meet you. Shantae, es ist so schön, dich endlich kennenzulernen. Du kennst meinen Namen? Of course. Natürlich. Ich bin Harmony, die Älteste der Halbgins. What? Was? Von allen Halbgins? Ja, ich war die Erste, die von einem menschlichen Vater und einer Djinn-Mutter geboren wurde. Überrascht dich das? No way! Sind die alle unsterblich oder wie kommt's? Nun ja, du siehst zu jung aus, um die Älteste zu sein. Hör zu, Halbgins gibt es noch gar nicht so lange. Wir existieren als eine Generation. Also wenn die Djinns nicht eines Tages zurückkehren, wird es keine weiteren Halbgins nach uns geben, oder? Was? Meine Güte, daran habe ich nie gedacht. Also, wir müssen unser Bestes geben, um in dieser Welt etwas zu bewirken, findest du nicht auch? Weil dann nur noch Viertel-Djinns bei rauskommen können am Ende des Tages? Weil es die richtigen ja nicht mehr gibt, ne? Gibt's nur noch weitere Mischlinge. You're right. Ah, natürlich. Ach, sie ist so cool. Wir können nach der Show mehr reden. Denk nur daran, immer dein Bestes zu geben, okay? Die Artworks sind wieder besser gezeichnet als ein Half-Genie Hero. Geht wieder in Richtung Pirate's Curse. Und du bist auf jeden Fall Tourist. Wann wird jemand dieses Gepäck wegbringen? Ich möchte mehr von der Insel sehen.
Das liegt im Weg. Das kann nicht weitergehen, weil das Gepäck im Weg liegt. Aha, also scheint in der Richtung jetzt gerade noch gar nichts zu sein. Wir müssen uns weiter umschauen. Da hier schon komplett war, hätte ich gesagt, wir gucken noch mal weiter links. In diesen Raum, der jetzt betretbar ist. Hier geht es zur weltberühmten Tour der versunkenen Stadt. Dieser Ort ist so eine Abzocke. Wenn Sie mit einer Reisegruppe zusammen sind, bleiben Sie bitte zusammen und seien Sie vorsichtig. Im Ernst, Sie könnten den Sturz nicht überleben. Beachten Sie die verspielten Käfer und Fledermäuse, die diesen Ort ihr Zuhause nennen. Zerdrückt sie, bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Verschwindet. Ja, ist doch schön, dass man die echten Gedanken lesen kann. Prägnante Ladezeiten, fürwahr. Ja, einen anderen Ort sehe ich jetzt momentan noch gar nicht, wo wir hin könnten. So, der erste Dungeon. Sind das diese 4K-Hintergründe, von denen die Rede war? Ja, ich würde da keine große Rücksicht drauf nehmen, Freunde, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr eine Switch habt und nächste Woche abwarten könnt. Die Hintergründe machen es vielleicht nicht, aber vielleicht sind es auch gar nicht die. Ja, ein bisschen reinzukommen. Alter, ich treffe auch nicht, ne? Heldenhaftes, wenn es dann heldenhaftet. Dabei habe ich den Vorgänger erst letztes Jahr vor einigen Monaten gespielt. Eigentlich fehlt nur der erste Teil von Game Boy Color. Na, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Alle anderen findet ihr auf meinem Kanal. Mit Bosen ist... Alter, es ist ja nicht anzuschauen. Part neu hochladen. Neu aufnehmen von vorne. Da bist schon wieder du. Ah, was zum Teufel? Tut mir leid. Hab ich dich erschreckt? Warte, bist du ein Zombie-Halbjinn? Es ist nicht verdächtig. Sag dich auch nicht, ich frag nur. Warum gibt es sowas? Keine Ahnung, ich frag dich. Dann ja. Wir sollten von vorne anfangen. Ich heiße Shantae. Wie heißt du? Oh, ich heiße... Erfinde. Erfinde selbst etwas. Hör mal, ich muss gehen. Es ist fast Showtime. Okay, 2 von 5. Das lässt du zählen, ja? Kann ich hier rein ohne Bedenken? Gut, ich kann aber nicht tauchen. Hey. Oh, hey. Sieh mal einer an. Noch ein Halbjinn. I'm Shantae. Ich bin Shantae. Ich bin den ganzen Weg von Scuttletown eingeflogen. Zappel. Ich bin Zappel. Was hältst du von dieser Insel? Sie ist so ganz anders. Das stimmt allerdings. Die Tour der versunkenen Stadt. Glaubst du, es ist echt? Klar, warum soll das das nicht sein? Keine Ahnung. Ich bin fast versucht, mich an eines dieser Terminals anzuschließen, um zu sehen, ob die Stromleitungen zur Villa eines reichen Mannes oder so führen. Hä? Anzuschließen? Ach, tut mir leid. Meine Magie basiert auf Elektrizität. Sie ist verflucht. Synchronsprecherin Christina Wee auf YouTube vorhanden. Mach doch Songcover, ist die offizielle Stimme. Hat sich hier ein Zeug gelegt. Huch! Nur Spaß. Das habe ich für den Schockeffekt gesagt. I don't get it. I don't get it. Ich kapiere es nicht. Auch egal, was ist deine Kraft? Wir haben Haare. Wenn ich tanze, kann ich mich verwandeln. Fast vergessen. Du kannst dich in alles Mögliche verwandeln. Zum Beispiel ein Schlüssel zu einer verschlossenen Tür. Meine Güte, daran habe ich noch nie gedacht. Was dann? Ein muskulöser Superheld oder ein feuerspeiender Drache oder so? Normalerweise verwandle ich mich in einen Affen und klettere herum. Das würde ich nicht wählen. Trägt der Affe eine Hose? Nein! Ich gehe da mal. Okay, komm nicht zu spät zur Vorstellung. Ja. Aber da ist noch einiges mehr drin. Jetzt mach mal einen Punkt hier. Ne? Mach mal einen Punkt. Können wir überhaupt? Na, wir haben noch keine Fähigkeiten. Ich kann noch generell mal ein paar Tasten ausprobieren. Das hat das bewährte Spielprinzip, wa? Bin es noch gewohnt, dass das alles ein bisschen schneller geht, wisst ihr? Die Angriffe und so. So, hier habe ich jetzt gar nicht mehr entdecken können. In der Tat. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal zurückgehen oder in die andere Richtung? Let's find out. Ich muss es dringend beschleunigen.
Aber da komme ich auch noch nicht hoch. Möglicherweise habe ich hier erstmal alles entdeckt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe jetzt. Ich glaube, ich bin noch nicht verblödet, oder? Oder? Ich habe nur diesen Abgrund, über den ich drüber springen sollte. Dann springe ich da jetzt rein. Jetzt bestimmt der richtige Zeitpunkt dafür. Wirkt aber alles sehr flüssig. Also. Technisch kann man sich nicht beschweren. Oh, Fishman on the run. Er thront. Er hat was hinterlassen. Thunfisch in der Dose. Ja, natürlich. Natürlich. Hier geht's auch weiter zum Speicheroper. Da gehe ich halt erstmal in die Tür. Das heißt, da kommt danach noch ein Bereich oder vielleicht sogar einfach die Welt. Du hast eine Monsterkarte gefunden. Auf dem Subscreen kannst du die Sammlung ansehen oder mit Karten ausrüsten. Fischgesicht! Ist halt zutreffend, ne? Okay, da unten haben wir den Tod. Das sagen uns die Totenköpfe und wir kommen nicht hin. Das ist eines dieser Tintenfisch-Herzteile, das wir anscheinend einschmieden können, wenn wir genug davon haben. Hm. Können wir mit einer Verwandlung hin zurückkehren, hätte ich gesagt. Ja, das ist halt mal wieder zu einem gewissen Grade Metroidvania. Wo kommen die denn her, bitte? Metroidvania. Orte sehen, merken, da komme ich nicht weiter und mit der späteren Fähigkeit, die man erhält, dann da hoffentlich weiterkommen. Weil Baum. Warum bist du hier? Weil Baum. Alter, das kriege ich nicht. Ich sehe die vorher nicht. Die Karte ist auch ins Wasser gefallen. Die sind richtig fies. Und ein Nugget. Finde ich gut. Das war jetzt ein Insider, du. Das war ein Insider auf Twitch. Hat aber gepasst. Ah, du bist, glaube ich, noch eine. Hey! Hello! Oh, hi. Bist du eine der Halbjins? Hier, um beim Festival aufzutreten? Ja! Ich bin Vera. Meine Stadt liegt direkt auf der Insel. Mit all den Touristen in der Nähe neigen meine Leute dazu, sich versteckt zu halten. Aber ich wollte meine Halbschiff-Kollegen unterstützen und meine Auffrischungsmagie sinnvoll einsetzen. Wow, wer hätte gedacht, dass es so viele verschiedene Formen von Magie gibt? Du wirst sie alle heute Abend in der großen Show sehen. Apropos, es ist Zeit, dass ich zurückgehe. Es war sehr schön, dich kennenzulernen. Tschüss. Tschüss mit es. Ja, Freundin ist ein hartes Wort, ne? So, da kann ich rein. What's this? Was für eine seltsam aussehende Luke. Kann ich sie nicht öffnen? Vielleicht? Aber solange ich noch andere Alternativwege habe, gehe ich einfach mal davon aus. Ja, allein, dass so ein Text kommt, sagt mir ja. Und wenn es nicht lange dauert, aber das ist für später irgendwann ist. Mir Energie und Magie. Aber die habe ich noch nicht einsetzen müssen. Die setze ich auch verhältnismäßig wenig ein, bin ich ganz ehrlich. Die Magie, die ist optional meistens. Was ist das genau? Muss ich hier graben? Das können wir uns auch schon mal merken. Die zeigen uns direkt die Sachen, wo wir dann vermutlich hin zurückgehen können. Vielleicht müssen wir hier gar nicht mehr lang, können aber später mit besseren Fähigkeiten die Sachen wieder abholen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du bist die Letzte. Ich spüre definitiv etwas Seltsames an diesem Ort. Hallo, störe ich? Oh, ich dachte, du wärst Vera. Ich heiße Plink. Weißt du, ich bin auf diese Insel gekommen, um am Festival teilzunehmen. Aber seitdem ich Vera getroffen habe, drehen meine Halbschirmsinne durch. Was? Warum? Sinne? Ich bin eine Seherin. Das ist meine Fähigkeit. Die unsichtbare Welt um uns herum. Sie ist sichtbar für mich. Wow, das ist irgendwie cool. Nun, ich gehe besser zurück zu Arena Town. Bis dann und ciao! Das Artwork. Du hast jetzt die Checkliste vervollständigt. Das waren alle fünf. Ich melde mich besser beim Bürgermeister. Welche fandet ihr am besten bis jetzt?
Du gabst vollständige Checkliste. Hey, perfektes Timing. Die Show beginnt gleich. Alle anderen sind schon hinter der Bühne. Du solltest dich vielleicht beeilen. Och. Ja, genau. Da wäre es praktisch, wenn du mir sagst, wo es lang geht. Die Show beginnt gleich, also ich bitte dich jetzt. Der Bereich hier, wo die Kamera und so war. Okay. Dann schrei doch nicht einfach so, was ist denn los? Ich bin da! Bitte fangt nicht ohne mich an! Du lässt es gerne auf die letzte Minute ankommen, ja? Ich war halt bei dir, was soll ich denn machen? Das soll eine Übungsshow sein. Warum sind die Tribünen so voll? Was machen wir? Das neue Mädchen bestrafen. Tut mir leid. Beruhigt euch. Atmet einmal tief durch. Halb-Djinn-Magie ist das, was ihr am besten könnt. Darum sind all diese Leute hier, oder? Betretenes Schweigen. Lächelt weiter. Ihr schafft das schon. Los geht's. Und wenn das Ende des ersten Parts ist, sage ich danke fürs Anschauen. Däumchen werden Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao. Welcome to the first ever Half-Genie Festival. Now, taking the stage from parts beyond, part human, part magic, the shimmering stars of the evening.